Wir waren gerade live im Stream und haben uns zusammen das Next-Gen-Update von The Witcher angeguckt. Es gibt drei neue Rüstungen inklusive Amulett und vieles mehr. Ich erzähle euch alles kurz zusammengefasst. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnaz. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open-World-Games wie The Witcher. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Und ja, der Stream eben. Vielen, vielen Dank nochmal. Ihr wart wirklich extrem krass am Start. Wir waren, glaube ich, fast 2000 Leute zeitweise, die sich das Ganze angeguckt haben. Falls noch nicht getan, gerne auf Twitch vorbeischauen. Da reagieren wir auch auf die nächste Ankündigung, denn das vorab. CD Projekt Red hat vorab, am Ende haben sie gesagt, wir wollen euch noch was Krasses sagen, aber erst kurz vor Release des Patches. Der kommt ja am 14.12. oder kurz vor Release des Next-Gen DLCs. Ja, das Ganze ist tatsächlich auch ein DLC, denn auch eine neue Quest wird reinkommen. Schauen wir mal rein, was wird. Wir fangen an, ich habe mir ein kleines Dokument gemacht. Ich werde jetzt erstmal schnell mit euch durchgehen, da ich nicht mehr so viel Zeit habe heute Abend, möchte euch aber noch die Infos geben. Und morgen oder übermorgen machen wir nochmal eine Detailanalyse, wäre mein Vorschlag. Neue Ultra-Settings, alles ist ziemlich viel krasser und ihr seht schon das erste große neue Feature. Neben den heftigeren Settings, die auch auf den Konsolen natürlich sind, es gibt einen Fotomodus. Ein Fotomodus kommt als neues Feature rein in The Witcher 3 und ich finde das ziemlich cool, was man hier alles einstellen kann. Die Brennweite, Depth of Field ist möglich. Du kannst das Ganze fokussieren, Autofokus, Effekte, Overlay, ja, das schon. Aber ziemlich cool, vor allem für mich, für meine Thumbnails freue ich mich total drauf. Dann kann man nochmal ein bisschen was Cooleres darstellen. Die zweite große Neuerung neben dem Fotomodus ist ein neuer visueller Modus und ihr seht es vielleicht näher an Geralt dran. Ein neuer Kameramodus, der ist optional einfach mal in den Einstellungen auswählbar. Finde ich cool, kann man machen, man ist so ein bisschen mehr am Geschehen dran. Ja, ist eine schöne Sache, das gab es auch in Valhalla, kann man mal machen. Es gibt zwei neue Modi für die Next-Gen-Konsolen, Performance- und Qualitätsmodus. Global Illumination ist nur im Qualitätsmodus an. Ich denke, das bezieht sich vor allem auf Raytracing. DLSSR ist mit am Start. DLSSR 3, davon war leider nicht die Rede, aber immerhin. Und ja, Next-Gen-Konsolen kommen natürlich auf ihre 60 FPS. Im Qualitätsmodus bleibt das noch abzuwarten, wie es denn da dann genau aussieht. Aber eine Sache, mega cool für alle, die gerne mal den Controller der PlayStation 5 schwingen. Denn es wird es geben, wenn ich den schon so anpreise, ist es ja klar, haptisches Feedback, Adaptive Triggers. Das bedeutet, für alle, die es nicht kennen, ihr zieht zum Beispiel mit der Armbrust, dann, ja, das ist einfach ein bisschen schwieriger, den Trigger zu drehen, zu ziehen. Das ist auf jeden Fall etwas komplizierter. Und ihr seht hier im Hintergrund auch schon, Raytracing ist an. Das sieht wirklich wunderschön aus. Raytracing ist ja mit eins der zentralen Features hier auf der Xbox Series X zu sehen. Richtig schöne Reflexion im Wasser. Gefällt mir gut. Und das jetzt auch auf den Konsolen und natürlich auch am PC möglich. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Auch eine neue Sache ist ein neuer Zeichenmodus. Das heißt, wenn ihr im Kampf seid, könnt ihr die Zeichen jetzt etwas flotter durchwechseln. Das sehen wir jetzt hier demonstriert. Es gibt quasi einen Trigger, den drückt ihr und dann habt ihr rechts unten, ihr seht es, Art, Axi, Quen, Irden. Ja? So könnt ihr dann die Zeichen sofort auswählen. Am PC ging das eh schon. An der Konsole glaube ich nicht, da musstet ihr immer in dieses Slow-Time-Rad rein. Das ist jetzt eine Option, ihr könnt das anmachen im Menü. Generell hat CD Projekt Red nochmal betont, alles ist optional. Ihr werdet zu nichts gezwungen. Ja, ihr werdet wirklich zu nichts gezwungen, finde ich eine schöne Sache. Die Map, die wurde etwas verändert und zwar gibt es jetzt andere Filteroptionen für euch, um die Map etwas sauberer zu halten. Ja, kann man machen. Dann ist es vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Ihr könnt das komplett frei lassen, wenn ihr möchtet. Dann habt ihr auch eure komplette Übersicht. Ist für mich jetzt nicht krass, aber vielleicht für ein paar von euch nett. Apropos nett. Wir haben so einiges rausgefunden, was denn nett ist. Hier sehen wir die Xbox Series X im Performance Mode übrigens. Sieht auch super aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Haare weißer sind als normal. Hat das noch jemand? Gras wurde verbessert. Für alle. Ja? Mehr Gras, schöneres Gras, dichteres Gras. Generell wurde die gesamte Umgebung mit viel mehr Texturen versehen. Beispiele.
Die HD Reworked Mod wurde nativ ins Spiel integriert, auch für die Konsolen. Das heißt, fast alle Oberflächen haben höhere Texturen. Zum Beispiel der Pflasterstein in Novigrad, der ist jetzt 3D. Viele kleine Sachen wurden da wirklich nochmal angepasst, damit wir ein schöneres Erlebnis haben. Freue ich mich drauf. Unter anderem soll Rauch in Dörfern von weiter sichtbar sein. Also ja, es sind die Kleinigkeiten, die sich aufsummieren und dann nett sind oder sogar super sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf welchem Modus ihr das Ganze auch zocken werdet, wenn ihr an der Konsole unterwegs seid. Ich persönlich mag ja Performance-Modi lieber, weil ich lieber mehr FPS habe, aber Raytracing, das will ich auch nicht drauf verzichten. Also für mich ist der PC schon echt optimal, weil du da keinen Kompromiss eingehen musst. Aufgrund meiner 3080, denke ich, wird das Ganze klappen. Es gibt übrigens noch keine Info, was die technischen Voraussetzungen sind. Es gibt zusätzliche Laufmodi mit dem Controller. Ihr könnt jetzt einmal so ein bisschen langsamer gehen und einmal ein bisschen schneller gehen am Controller. Ja, kann man machen. Ist jetzt nicht irgendwie das, wo ich eskaliere. Aber skaliere, denn Untertitel sind jetzt skalierbar. Ihr könnt sie größer machen und kleiner machen. Und auch wurden zwei Quests gefixt. Oder eigentlich mehr Quests gefixt. Denn es gab wohl ein paar Quests, die sogar Game-Breaking-Bugs beinhaltet haben. Und jetzt könnt ihr diese alten, ehemals kaputten Save-Games laden und die klappen wieder. Finde ich nice, finde ich wichtig. Ein weiteres kleines Feature ist, dass in Cutscenes jetzt die Pause-Taste möglich ist. Why not? Kann man machen. Und wo wir hier schon mal diese schöne Rüstung gesehen haben. Das ist eine neue Rüstung und die sieht nicht umsonst wahrscheinlich ein bisschen chinesisch angehaucht aus, denn das komplette Spiel ist jetzt in chinesischer Sprache verfügbar. Das heißt, alle, die von euch vielleicht Chinesisch sprechen und natürlich alle Chinesen sind jetzt sehr herzlich willkommen in The Witcher. Es gibt Untertitel, es gibt Sprache, Lokalisierung, das ist ziemlich cool, wie ich finde. Und dazu eine passende Rüstung, da freut man sich doch umso mehr, meiner Meinung nach. Minimap, die seht ihr gar nicht. Ist euch vielleicht nur aufgefallen, die ist hier gerade weg. Die ist jetzt versteckbar. Ist sie vorher auch schon gewesen, aber dynamisch versteckbar. Es ist ein Hybrid-Modus. Du kannst die Minimap durch Drücken der am PC rechten Maustaste, das ist dieser Entdeckungsmodus, dadurch kannst du die wieder hervorbringen. Finde ich eine coole Sache. Das Ganze kannst du hier dann natürlich in der HUD-Konfiguration einstellen. Da seht ihr das, was man alles an Optionen hat, unter anderem die Minimap natürlich ausmachen, aber jetzt gibt es so einen Hybrid-Modus. Nur manchmal ist sie an, entweder eben auf Nachfrage oder in bestimmten Locations, wo du sie brauchst, aber in der offenen Welt ist sie dann weg und dadurch sieht es natürlich ein bisschen schöner aus. Finde ich eine coole Neuerung. Ja, dass die großen Überraschungen oder so noch käme, hat CD Projekt Red jetzt mehrmals betont. Aber eine Sache haben sie hier auch schon mal angeteased in diesem Livestream, und zwar eine neue Quest. Das ist ein neuer NPC, der Eternal Fire Priest oder ein Eternal Fire Priest. Und ihr seht auch hier die zweite neue Rüstung von The Witcher. Ja, ist so eine Lederrüstung mit so einer Struktur hier vorne. Finde ich eine spannende Kiste. Kann man gut mal zocken. Die chinesische Rüstung, die hat mir da allerdings etwas besser gefallen. Wenn es denn eine chinesische ist, ich habe das jetzt selber interpretiert, das ist nicht gesagt worden. Du bekommst am Ende dieser Quest ein Rüstungsschema. Ja, du bekommst hier von dieser neuen Quest ein Schema und dann kannst du eine Rüstung craften. CD Projekt hat nochmal gesagt, neue Rüstung, neue Schwerter, neue Items. Die haben das wirklich in diesem Dreiklang erwähnt und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Zwei Rüstungen, die habt ihr bis jetzt gesehen von den neuen. Das ist die dritte. Rittersporn kriegt einmal einen neuen Look. Ja, der Jaskier, der Rittersporn sieht jetzt so aus. Oder kann so aussehen. Na, das ist eine Alternative. Das könnt ihr im Menü anschalten. Und wir haben hier nochmal die Nilfgaarder Rüstung aus der Witcher-Serie. Mit dem ganz klassischen, ja, dem Henry Cavill Witcher Amulett. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. Die Schwerter kommen mir auch gar nicht so bekannt vor. Bin ich mir nicht sicher. Aber das könnten auch neue sein. Also eventuell sogar jeweils noch ein Satz neue Waffen. Fände ich geil. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Eine weitere coole Neuerung, und ihr merkt, ich ratter das hier runter, weil in Ruhe beschäftigen uns wirklich die Tage dann, damit Cross-Saves kommen für PC, PS5 und Xbox. Was bedeutet das? Ihr speichert auf dem PC ab, dann geht ihr in Urlaub, habt das Ganze in der Cloud gespeichert, habt im Urlaub eure PlayStation mit, ladet euch aus der Cloud diesen Save-Game runter und spielt an der PlayStation weiter. Nachteil, ihr braucht natürlich für alle Konsolen oder für
PC und Konsole dann das Save Game, das Spiel, und dann könnt ihr aber das Save Game übertragen, ja, auch auf Xbox von PlayStation und so weiter halt, sobald ihr in der GOG Cloud quasi seid. Finde ich eine coole Sache, so kann man das überall genießen und ja, ich bin sehr gespannt, was für eine super coole Sache kurz vor Release von CD Projekt Red noch geteased wird. Das haben sie jetzt nicht gesagt, was es denn wirklich ist. Aber ich hoffe mal, dass es sich vielleicht noch um ein bisschen mehr handelt, was neue Items angeht. Auf jeden Fall wurde die Quest auch ganz neu lokalisiert, neu eingesprochen, haben sie nochmal gesagt. Und das ist doch schon eine ziemlich runde Sache. 3 neue Rüstungssets, wahrscheinlich auch 3 neue Schwertsets, eine neue Quest, ein Fotomodus, diverse kleinere Updates, grafische Updates, Raytracing, das Ganze kostenlos, kostenlose DLCs für alle, die nur die Standard-Edition haben. Da muss man sagen, so manchen Publisher hätte dafür mindestens ein 20 verlangt, eher 30, 40 Euro, sind wir ehrlich. Und dementsprechend Hut ab, CDPR, coole Sache, dass ihr das hier gratis zur Verfügung stellt. Das finde ich schon echt super. Ich bin gespannt, was ist das große weitere Update von CDPR zu The Witcher 3. Ich halte euch dazu natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden. Da könnt ihr natürlich von ausgehen. Und alles Weitere klären wir dann in einem späteren Video. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldung dazu und freue mich auf die nächsten Witcher-Videos. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für alle, die hier eine Kanalmitgliedschaft auf dem Kanal abgeschlossen haben. Das unterstützt meine Arbeit und gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also, wenn ihr mich supporten mögt, dann freue ich mich natürlich auch immer über diese Form sehr und weiß das sehr zu schätzen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten. Ich sage ciao, euer V, bis dann, euer Kann, und wir sehen uns dann wahrscheinlich schon morgen im nächsten Video. Oder maybe übermorgen. Mal gucken. Ciao. Ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.